droht im Jahre 2015 der eventuell größte Finanzcrash aller Zeiten. Die Finanzkrise 2008 ist noch lange nicht vorbei. Wir alle erinnern uns. Eine Krise plötzlich und unerwartet brachte fast das gesamte weltweite Finanzsystem an den Abgrund. Seitdem wurden Billionen von US-Dollar und Euros in den Markt gepumpt, Billionen um Banken und Staaten vor dem Kollaps zu bewahren. Gleichzeitig wurden die Zinsen weltweit auf nahezu null gesenkt. Und wie schaut es heute aus? Der Laie denkt, alles sei wieder Friede, Freude, Eierkuchen und die Welt so wie vor 2008. Doch dem ist beileibe nicht so. Unser Finanzsystem, so wie wir es kennen, läuft schon lange nicht mehr rund. Viel schlimmer noch, es ist gänzlich gescheitert. Nur einige Beispiele. Zinsen auf Sparkonten, Bausparverträgen und Co. bedeuten nach Inflation und Steuern Vermögensabbau statt Aufbau. Die Sparer werden also bereits enteignet. Die westlichen Industriestaaten, sowohl Europa wie USA und Japan, ersticken immer mehr in der Schuldenspirale. Zentralbanken weltweit haben Billionen Euros und Dollars aufgekauft, also Geld gedruckt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses nachgelagert zu einer enormen Inflation führen wird. Der weltweite Währungskrieg, in dem Staaten also ihre Währung gegeneinander abwerten, hat längst begonnen. Gar eine Vermögensabgabe wird immer mehr zum Tagesgespräch. Beispielsweise Empfehlungen vom IWF, 10% Vermögensabgabe auf Sparvermögen, Wertpapiere und Immobilien einzuführen. Das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group empfiehlt gar 30% Vermögensabgabe. Und last but not least, nicht zu vergessen, Zypern hat als erstes europäisches Land im Jahre 2013 auf Sparguthaben von über 100.000 Euro eine Zwangsabgabe erhoben. War dies eventuell der erste Test? Momentan merkt der Otto-Normalverbraucher noch nichts. Die Aktien steigen munter weiter, doch dabei sind die Werte der Unternehmen an der Börse zum großen Teil nicht durch reale Gewinne entstanden, sondern durch das billige Geld der Zentralbanken. Ganz ähnlich war es übrigens im Jahre 2008, also im Jahr der Finanzkrise, als ebenfalls durch das ganze billige Geld die Häuserpreise explodiert sind. Damals wurden übrigens günstige Kredite an die Leute verliehen, bis die Blase bei den Immobilien letztendlich platzte.